Also, soweit ich das beurteilen kann, war es eines der Hauptgründe, diese Kaste der Großgrundbesitzer als Kaste zu beseitigen, sowohl ihre politische als auch ökonomische Macht zu brechen. Im Prinzip war die Erkenntnis natürlich gewachsen, nicht neu, dass das eine Kaste war, die maßgeblich zur Destabilisierung der Weimarer Republik beigetragen hat und maßgeblich auch den Faschismus vorbereitet hat. Und demzufolge war eine der entscheidenden Überlegungen der Kommunistischen Partei Deutschlands, dass diese Kaste beseitigt werden muss, um demokratische Verhältnisse in Deutschland einleiten zu können. Das halte ich für die entscheidende Frage. Es ging nicht um eine sozialistische Entwicklung, es ging um eine demokratische Entwicklung. Eine demokratische Entwicklung, das heißt eine Form der antifaschistisch-demokratischen Entwicklung zu garantieren. Also, soweit ich das beurteilen kann, ging es darum, dass man in Deutschland erst einmal eine antifaschistisch-demokratische Ordnung schaffen wollte, mit dem Ziel Beseitigung des Faschismus, Überwindung des Faschismus, alle damit verbundenen Entwicklungen und einer demokratischen Entwicklung, die sichern sollte, dass die Erfahrungen der Weimarer Republik auch in eine zukünftige Entwicklung in Deutschland übertragen werden kann. Und das auch, darüber kann man diskutieren, ob die damalige Stalin-Note wirklich das Ziel hatte, aber Stalin wollte ja ein entmilitarisiertes deutsches Reich haben, also eine demokratische Entwicklung, ohne sofort einen Weg zum Sozialismus gehen zu wollen.